falsches Intro. Send your cringy videos to Mike on Twitter and he picks his favorite for the next episode of Cringy Dingy. Yo Leute, Mike am Start. Heute zu einem neuen cringigen, dingigen Video. Yo, was geht? Ist mittlerweile... Lass mich kurz nachsehen, wie lange ist es schon her? Eine Weile her. bevor ich hier anfange, will ich noch sagen, falls ich wundert, warum ich jetzt nur so einen Stöpsel drin habe, der andere ist kaputt, weil ich habe solche billige Kopfhörer immer und die kaufe ich immer für 10 Euro und mache immer den gleichen Fehler und frag nicht, okay. Fragt einfach nicht. Mein Mikrofon steht da, damit man das nicht sieht im Backcam. Dann muss ich jetzt. Blinder fragt das nicht. Ja? Das ist unhöflich. Cringy Dingy wird nicht mehr so oft kommen. Es kommt jetzt wieder, aber es kommt allgemein nicht so oft. Jo, damit würde ich sagen, geht's da los mit der Cringe Review. Ich habe mir zwar einen neuen Tweet gemacht, allerdings ist mir vorhin eingefallen, dass ich noch einen alten Tweet tatsächlich gemacht habe und den würden wir uns erstmal angucken. Super. Oh, Ben, super, ist ein Klassiker. You're such a freaking horse. I like it. Oh yeah, yeah. Also Leute, was findet ihr besser? Findet ihr das besser oder findet ihr das besser? Schreibt's mal rein. Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen verstößt. Oh Mann, ist das jetzt wirklich... Warte, ist das jetzt einfach Steve? Und ich finde es ja allgemein solche Mods geil, wo man so einen anderen Charakter hat im Spiel. Und vor allem dann so mit Steve und dann ist die Prinzessin einfach Alex. Das ist cool. Es ist schon cringy wegen Minecraft, aber es ist... Das ist nicht Alex. Alex sah eigentlich besser aus. Ah, schau mal, da ist Alex. Yes, komm vorspulen. Diese geschlossenen Augen. Also es ist weniger cringy, mehr cool irgendwie tatsächlich. Es ist irgendwie dumm, aber ich mag's. Und nein! Nimmt alles zurück, was ich gesagt habe zu solchen Mods. Nimmt alles zurück. Oh nein, ist das jetzt wirklich Warum würde man sowas machen wollen? Falls ihr nicht gemerkt habt, meine Kameraposition ist ein wenig anders als in meinen anderen Videos, zum Beispiel bei FNAF oder bei irgendwelchen Reaction-Streams oder was auch immer. Liegt daran, dass in der letzten Folge von Cringy Dingy ich ja auch mehr oder weniger so eine Kameraposition hatte und ich dachte mir, okay, dann nehme ich die gleiche ein, weil dann ist es halt nichts anderes. Nur der Hintergrund ist jetzt ein wenig anders. Aber ist, denke ich, nicht so schlimm. Schreibt mal unten rein, was ihr für eine Kameraposition besser findet. Allgemein. Ey, das ist nicht der richtige Sense. Das ist der Sense aus. Oh, das ist nicht der Sense aus Smash Brothers. Hallo. Nee, also das approve ich nicht. Das ist nicht der Sense aus Smash. Das ist nicht der echte. Was? Nee, das ist cursed. Das kann ich mir nicht mehr angeben. Sag mir nicht, dass. Also das mit Minecraft war ja noch cool, ne? Aber ich nehme alles zurück, was ich. Sowas gesagt. Sorry, Mike, was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören, die Musik ist zu laut. Tradition eine Cringy Dingy Folge ohne DLC geht nicht. Oh. Okay, ja, es ist tatsächlich Tradition. Nicht gelistet? What?
DDLC Vines 2, MMD. Wie lange dauern die? Es war vielleicht sogar cringiger als die anderen DLC-Videos. Oh, das war, oh, Junge, das war so cringy, ey. Oh, das ist die Definition von cringy, dieses Video. Es ist unlustig und cringy ist es. Aber vielleicht sogar etwas mehr unlustig. Monster School Dabbing. Minecraft Animation. Ich hab Angst, Mitzi, ich hab Angst. Ich hab mir sowas tatsächlich früher mal angeguckt, in 2015 oder so. Aber danach nie wieder. Ist halt dann nicht mehr so meins gewesen. Aber damals mochte ich das tatsächlich. Seit wann ist der Eisengulle Monster? Jumasa Pass? Das war sau langweilig. Wichtig, nicht das Video schauen, sondern bitte nur die Kommentare vorlesen. Neuer Content hier. Dieses Video ist nicht mehr verfügbar, weil das mit dem Video verknüpfte YouTube-Konto gekündigt wurde. Was? Mützi, schreib mal rein, was war das für ein Video? Ich bin da gespannt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich MMD einfach überhaupt nicht mag, aber ich finde diese Animationen richtig kacke. Also alle MMD. Also, ich kenne jetzt nicht alle MMD-Animationen, so. Die meisten, die ich kenne, sind nur von DDC, die mir Mützi gezeigt hat, aber ich finde das irgendwie kacke aussehen und auch cringy. Und da passt das eigentlich für diesen Format. Mützi, good job. Fabi hat auch mal mitgemacht, wie cool, lass mal sehen. Was ist denn das? ASMR Pickle Eating. Oh nein. Oh nein, ist es das, was ich denke, was es ist? Oh nein. Norman Freeman. Oh Mann. Fabi, wo findet man sowas? Ich kann mir das echt nicht geben. Was, ist schon zu Ende? Oh, ich kann mir das echt nicht geben. Der Gewinner von dem nie erschienenen Cringy Duty ist, ist eigentlich eine sehr schwere Sache, so. Ich würde tatsächlich sogar wieder mal sagen, wieder so ein Draw. Mützi und Ben. Was nicht heißt, dass Fabis Video nicht schlecht war, nicht cringy war. Es war cringy, aber es war vor allem unangenehm und ich suche ja was, was mehr cringy ist als alles andere. Deshalb, das ist mein Grund. Ja, Applaus an euch beide, ihr seid cool. So, jetzt kommen wir zum richtigen Video. Warum mache ich sowas, als wäre ich so ein Minecraft-YouTuber oder so ein Vlogger, was auch immer. Fangen wir an. Wenn es jemandem scheiße geht, antworten wir den nachfolgenden Satz. Meine Tante heißt Barbara. Eichhörnchen sind immer unzutrifft. Diese Erkenntnisse ist elementar. Eichhörnchen. Ich und Kim war mal ein Paar. komm mal, Zaul, Mann. Pass gut auf, denn es sind die neuesten Moves. Oh Mann, Ben. Oh Mann. Es war lustig und nicht cringe, Ben. Oh, wir müssen mal so Lusti-Dusti machen oder so. Nice, war mal, Leute. Lusti-Dusti, wer hätte Bock? Oh, ja, Mann. Wie geil. Ben. Wo sind die Lyrics? Ja, ich bin's.
Santa Claus. Ja, ich bin Santa Claus und ich gebe Geschenke. Aber wenn sie nicht artig sind, gibt's ein paar Schläge. Ich gehe durch den Kamin durch. Ja, yeah. Und ich mache die rote Kiste auf. Und schenke den Kindern meine PS4. Ja, ich bin Santa Claus. Wenn ihr nicht artig wart, dann gibt's ein paar Schläge. Aber wenn ihr artig wart, dann schenke ich euch was. Yeah, Alter, ich gehe ins Haus rein. Und yeah, yeah. Das ist echt cringe, aber es ist auch vor allem lustig. Wie du, ja, ich bin Santa Claus. Wenn ihr artig wart, gibt's Geschenke. Aber wenn ihr nicht artig wart, dann gibt's ein paar Schläge. Dann gibt's Schläge, Schläge mit dem Diaschwert, Alter. Oh, Scheiße! Dann wir wieder eine Runde Skywars auf dem Busy. Ja, Mann! Das war leicht. Ich kenne das zwar schon, aber ich will es mir nochmal kurz anschauen, weil das ist so geil. Was? Ich schau natürlich alle Videos, die auf meinem Server aufgenommen wurden, aber schneidest deine Videos auch echt nice. Junge, du machst Lach-Emoji. Muss ich eigentlich. Ich bin. Es ist tatsächlich cringe. Das Editing. Das Editing ist sehr Yellow of the Egg, Alter. Nein. Fuck! Ich hatte auch noch so. Ex! Ey, dieser. dieser Nebel-Nick-Nachmacher, ey. Mein Video, wo ich auf dem Busy TV-Server Skywars gespielt habe, hat in kürzester Zeit 4 Likes und 4 Dislikes bekommen. Und das Highlight. Das waren 5. Alter, Busy TV hat geschrieben, mega nice. Oh mein Gott, ist das der echte Alter, Busy? Ich hab eine richtig geile Live-Reaktion. Ich merke gerade, ich hab richtig. Was? Was? Ben? Was? Warum ist das so leise? Der erste Fehler kommt aus der Das Loch in die Nagel war vorher nicht da. Oder was meinst du? Anzug vielleicht anders vorher? Ich hab's nicht gesehen, das war so. Nein, ihr habt ihn nicht gefunden? Dann zeige ich es euch. Hier, neben Plankton auf dem Boden, ist nichts. Und auf einmal ist da ein Loch. Zeige ich es euch nochmal. Ja, weil das rangezoomt ist! Und warum dieser Pfeil? Das ist so dumm! Loch. Nichts. Junge, der Loch. Pfeil. Was ist das im Hintergrund? Mit der Mauzi und die Musik. Ey, das muss doch sarkastisch gemeint sein. Ganz ehrlich. Rot? Oh, als ob! Und einen Schnitt später. Aber grün. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt auf die Waren geschaut, ob da irgendwie eine Ware anders ist. Oh, toll! Habt ihr nicht gefunden? Als erstes ist Isabella in diesem Käfig der verschlossen. Ein Cut später aber. In irgendeinem Loch. Aber man hat den Käfig doch am Anfang gar nicht gesehen beim ersten Mal abspielen. Was soll denn der Scheiß? Loch. Wow. Okay, ich wird Rülps nicht mit P? Mit den Serienfehlern. Bin mir gerade nicht sicher. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit den Serienfehlern. Willst du nicht nochmal abspielen? Das bleibt doch. Es regt mich mehr auf, als es cringe ist. Also Ben, deine Videos waren... Joa! Okay, in diesem Video soll wohl Ingi dabei sein, deshalb bin ich mal gespannt. Hallo, ich bin die Kellerkind, man kennt mich auch als den Party-Ingi. Und ich mache gerne Party unterm oft seinen Kommentarbereich. Final Fantasy 7, Kingdom Hearts. Ich liebe Kingdom Hearts, Leute. Seht ihr die Liebe in meinen Augen? Ja. Ich liebe es. Cringe, cringe. Junge. Außerdem habe ich den Bosskampf gegen Sephiroth in Kingdom Hearts 2 nicht geschafft. Obwohl ich in der Kingdom Hearts 2 Community verpönt ist, wenn man es nicht schafft. Aber ganz im Ernst, ein Boss, der euch direkt am Anfang fertig macht, wenn er nicht direkt am Anfang Dreiecktaste spammt, der ist doch kack. Hallo und willkommen bei Nostalgisch TV. Ich bin der nostalgische Typ. Und manche Erinnerungen können wehtun. Vergesst all die Noobs und Nichtswisser, die euch erzählen wollen, Sephiroth McLangschwert wäre der schwerste Boss des Spiels. Gegen diesen Typen wirkt der silberhaarige Engel mit nur einem Flügel wie ein Kleinkind auf einem Dreirad. Oh.
Oh. Mach dir nichts draus, Ingi. Ihr habt ja beide keine Ahnung. Ich meine, wer spielt denn schon Kingdom Hearts? Oh. Darf ich jetzt mal bitte weitermachen? Boah, ist ja gut, ey. Danke. Was mich daran schon erinnert... Cool. Schon ganz cool. Oh, Ingi. Oh. Oh, am Anfang war es so ganz normal, ne? Und dann dieser... Oh, dann dieser... Oh, dieser Own, ey. RIP. Alle mit F für Ingi. Die Musik ist für Copyright geschützt, deshalb kann ich ja nicht so viel sagen, Max. Ist mehr lustig. Also vor allem mit der Musik ist es mehr lustig als cringe. Ja. Ja, es ist einfach mein Video. Das ist extra cringy gedacht, Leute, okay? Ihr könnt es euch gerne anschauen, da bin ich am Singen. Mit meinen deutschen Lyrics zu dem Lied. Ja. Das wollte ich machen! Mach das doch auch. Das letzte für heute ist eine Pepsi Man Review. Da bin ich mal gespannt. Erstens, wo ist mein Pepsi Man? Und zweitens, war jetzt nicht unbedingt cringe. Wo ist das cringe? Es ist doch eher lustig und nicht cringe, oder? So, und damit war's das auch mal wieder für die heutige Folge. Nach einer Ewigkeit, ich nehme schon 45 Minuten ungefähr auf. Ja, der Gewinner von diesem Mal ist, ja, wir hatten halt für dieses Mal nicht so viel bekommen. Fürs letzte nicht erschienene hatten wir mehr bekommen. Ich würde sagen, Ben hat gewonnen. Weil der Rest war... Also das hier war nicht unbedingt cringy, es war einfach nur... Es war, also doch, es war cringy tatsächlich, aber das von Ben war halt besser. Wäre Ben nicht da, wäre wahrscheinlich Ingi gewonnen. Das von Max wäre eher lustig. Das hier war auch einfach lustig und das hier ist natürlich, ne... Ich bin aber enttäuscht, dass Michael und Mützi nicht mitgemacht haben. Kann man nichts gegen machen. Die nächste Folge Cringy Dingy kommt dann drauf an, wie ich Bock hab und wie ihr drauf Bock habt. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Am besten dann auch noch mit einem Like oder Dislike daneben oder ein Abo. Na, da kann man ja bestimmt noch was machen. Okay, bye. I run a video like a track meet. Run a video like a track meet. Again, I might take that. She got a fat. I keep you for the nuts, you better. I'm for the red. Big clap.